FIFA 23, knackiger Test und kurzes Fazit für euch. Am Ende noch ein absoluter Fail und meine persönliche Lieblingskarte. Vorab, es sind jetzt keine Megasprünge, aber dennoch ein echt gutes Game. Jedes Jahr hört man ja eigentlich immer, keine Neuerungen, aber mal ehrlich, unterm Strich wollen wir die Spieler doch einfach nur in ihren neuen Trikots sehen und dieses geile Gefühl haben, up to date zu sein. Excuse me? Ja, wenn du Neuerungen willst, dann kauf dir halt GTA, aber dann musst du eben auch 7 Jahre warten und ist jetzt ja auch nicht so, als seien die Vorgängerversionen crap gewesen. Ich spiele auf der PS5, das Gameplay ist griffig und durchdacht und nicht mehr so extrem schnell, das macht's für meinen Geschmack auch realistischer. Great vision from Leroy Sané. So abspielen machen übrigens eigentlich nur Ottos, so wie ich. Oh, mach weiter hier! Die Schüsse sind gut zu kontrollieren und da springen manchmal echte Sahnetore bei raus, wie hier von Havertz. Der Ball passt! Die haben den Ausgleich! Also das hätte ich nie gedacht. Dass das Spiel realistisch ist, sieht man auch daran, dass Timo Werner einfach Werner-Sachen macht. Nee, Spaß. Später knipst er ja auch. Verteidigen auch ultra geil. Also tackeln und grätschen macht fast so viel Bock wie Tore schießen. Und es gibt auch weniger Autoblocks, die haben echt genervt. Die Standards sind überarbeitet, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen und versack hier beim ersten Elfer völlig. Nach Anlaufschwierigkeiten aber ganz gut im Griff, auch die Ecken. Can someone get on the end of this? Und die Grafik ist auch einfach unnormal gut. Schaut mal Modric, wie die Haare sich einfach bewegen. Total authentisch. Aber das hier soll Reus sein. Dafür gibt's auch eine gelbe Karte für EA. Und Musiala? What? Ist ja nicht so, als seien das irgendwelche Vollpflaumen. Wir haben 2022. Geilste Karte in meinen Augen, Antonio Rüdiger mit 87. Der vereint Athletik, Physis und Dynamik. Richtiger Gamechanger. Kauft ihr euch das neue FIFA und was ist euer erster Eindruck? Und denkt natürlich dran, mir zu folgen, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt.